So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind wieder zurück hier bei Let's Play Outlast. Und ja, in der letzten Folge sind wir von da gekommen. Mehr weiß ich nämlich nicht mehr. Doch, wir hatten unseren Camcorder verloren und, naja, sind immer noch auf der Spur. Von Vater Martin. Und am Ende dieses Ganges wartet Fatty auf uns. Scheiße, Alter. Wieso kommt der Typ an Anfang jeder Folge? Lass mich weg! Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg! Oh, der Wichser geht mir sowas von auf den Pisser. Ich meine auf den Sack. Wir wollen ja hier keine schlimmen Worte mehr benutzen, ja. Die neuen YouTube-Richtlinien sind... Ach so, ich verdiene ja kein Geld mit YouTube, also kann ich ja sagen, was ich will. Pisskopf! Meine Hand sieht man, glaube ich, gar nicht. Ich habe, glaube ich, zu dicht dran gezoomt. Ja, ich habe jetzt eigentlich vor, das Let's Play zu Ende aufzunehmen. Ja. Das wollen wir heute versuchen. Ich werde zwar nach einigen Folgen wahrscheinlich immer einen kleinen Cut machen müssen und erst schneiden müssen, weil Camtasia ja nicht so große Datenmengen verarbeiten kann. Es ist ja kein Schneideprogramm für größere Aufnahmen. Also ich werde wohl... Das Problem ist halt, ich komme halt mit Camtasia sehr gut klar. Im Gegensatz zu anderen Aufnahmeprogrammen. Also mit Sony Vegas komme ich gar nicht klar. Oh, der kommt schon wieder? Oh, der kommt immer näher, der kommt immer näher! Wichser! Du hast schon wieder eingekackt. Alter, kauf dir mal eine neue Hose. Das ist ja abnormal ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen jetzt. Oh ja, Fettsack. Das Problem ist halt, dass wir wahrscheinlich da hinten hin müssen, wo er jetzt rumgeistert. Hallo! Ich will so gern dein Freund sein. Alter, der hat Titten. Der hat Möpse. Nein, 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 nein. Was zieht er mir da eigentlich raus? Die Lunge, oder? Der kann da einfach durchhauen? Oder hat er mir so die Kehle rausgezogen? Ich würde einfach mal sagen, wir warten hier. Irgendwann wird er ja hier lang kommen. Ich habe gerade eine gewisse Anspannung.
Ganz ehrlich, ich werde mich hier nicht weiter umgucken. Ach, hier können wir uns verstecken, oder was? Nice. Nee, da müssen wir lang. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Hey ho, hey ho, hey ho. Er hat mich nicht gesehen. Ja, okay, hier war das andere Zimmer. Ist natürlich scheiße, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Batterie übersehen haben, schätze ich mal. Mindestens. Moment. Ich weiß, wo wir sind. Lil Pig. Da hat er uns durch die Scheibe geschmissen. Aber wieso ist hier noch eine Bibliothek? Da hinten ist eine Bibliothek? Ja, da sind wir... Nee, da drüben. Da sind wir durch. Da kamen wir raus. Sind hier lang. Wollten hier durch und dann stand er hinter uns und... Lil Pig. Und hat uns da runtergeschmissen. Ja, da sind wir das erste Mal Vater Martin begegnet. Jetzt gehe ich mal davon aus, wir müssen hier rein. No batteries. Die sieht man eigentlich immer sehr gut, wenn man das Licht ausmacht. Weil die leuchten ja so im Dunkeln. Oder die leuchten generell, die blinken ja. Aber hier sind keine Batteries. Aber die Tür... Okay, hier kommen wir... Hä? Hier ist gar nichts? Achso, dann werden wir... Wir müssen hier raus, ne? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig und der Schlüssel ist hinter dem Theater, oder was hat er eben gesagt? Dahinter ist Fatty. Ah, okay, jetzt sind wir hier unten, ne? Genau, da geht's in den Keller. Da hinten war unser Freund, der Rollstuhlfahrer. Aha, wir sind also recht nah am Eingang. Lass mich einfach hier raus. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier entlang, ne? Ganz ehrlich, so langsam habe ich genug von dem Spiel. Und wenn ich dann bedenke, dass wir das DLC auch noch im Albtraummodus spielen und Teil 2 noch rauskommt demnächst. Gibt ja noch kein genaues Datum. Ist ja immer noch Herbst 2016. Er speichert, ja. Immer wenn er speichert, ruckelt er kurz. Ja, Meister, wenn wir Bilder pop, pop. Mir wäre eine Batterie ganz recht. Oh, wir haben eine Aufnahme von 3 Stunden schon. Also in-game, die Kameraaufnahmen, ja. Ob die Nachwelt das jemals sehen wird? Ich meine, findet vielleicht irgendjemand mal die Kamera? Und kann das Wissen des guten Miles weitergeben? Denn wir wissen ja noch ganz genau, was am Ende passieren wird. Wer es nicht weiß, ich werde es jetzt auf jeden Fall nicht sagen. Aber sowas merke ich mir eigentlich leider immer. Das Ende eines Spiels. Ja, es war so. Okay. Die Kamera ist im Arsch. Schöne Scheiße.
Das ist schon ein bisschen creepy, oder? Ich werde dich fressen. Dachte der junge Mann sich wahrscheinlich. Oh, Batterie. Okay. Okay. Oh. Oh. Ja, also ich bin der Miles Obschur. Ich bin hier reingeraten, so aus Langeweile und... Ja, ich filme halt zu viel, ja, das ist meine Sucht. Hallo, Miles. Wir sind die anonymen Verrückten. Psychose, Psychochondra, ach, was weiß ich, wie man das nennt. Okay. Ich hoffe, man sieht nicht, was ich trinke. Ist das hier noch Produktplatzierung, ja? Der Film dazu ist super. Das ist in unserem Fall jetzt der Typ, der da unten ist, an der Maschine. Daran kann ich mich noch erinnern. Der ist ja auch im DLC. Na? A Gateway to Hell. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutung, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe Rorschach-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Liebe Katze. Okay. Okay. Wir sollen wahrscheinlich dem Blut folgen, ne? Oder kommen wir hier vorne schon durch? Exit. Verschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich.
Okay. Okay. Geschlossen. Okay, was ist denn da unten? Da ist ja Blut, also sage ich mal, wir müssen da lang. Was haben wir denn hier? Gucke mal eine an. Da liegt doch eine Akte. Von dbrunton@mercofcorp.us.com. angewilliard@mercofcorp.us.com. Betreff fleischfressende Bakterien? Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4:19 Grant G. Williard at Mercofcorp.us schrieb: Nekrotisierende Faszitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige. Keine Ahnung, was es heißt. Geschlossen. Okay, ich hätte gedacht, hier vielleicht Batterie und so, aber... Gut, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Boah, es ist finster. Da ist eine Batterie. Puh. Der Schlüssel. Alter! Oh, du mieser Wichser! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wir kriegen die Tür nicht auf. Alter! Oh! Ich bin gerade 5 Kilo leichter geworden, glaube ich. Bitte was? Ganz mieser Trick, mein Freund. Ganz mieser Trick. Puh. Was? Die bleibt zu. Da muss ich wahrscheinlich wieder lang, ne? Finde Vater Martin in der 3. Etage. Gut. Da unten ist jetzt alles sauber. Guck, guck. Alter. Ich brauche erstmal eine Beruhigungspille.